Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind wieder am Start mit der fünften Episode und ihr habt natürlich genau das gemacht, was ich mir gewünscht habe. Ihr habt die letzte Episode gestern richtig tot geliked. 1200 Likes heute Morgen, als ich geschaut habe, und das bei nur knapp 5500 Views. Das ist einfach richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch heute würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn wir eine ähnliche Anzahl an Bewertungen erreichen würden. Also wieder so um die 1000, das wäre richtig nice. Lasst einfach den Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefällt. Und dann erreichen wir das sicher relativ schnell. Das ist für euch wenig Aufwand, für mich die beste Unterstützung. Ihr wisst Bescheid. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Footy, zu Random, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Einfach mal vorbeischauen. Und wir starten direkt durch mit dem ersten Spieler für diese Episode heute am 23.12.2015. Und das ist Mitchell Weiser von RB SC Berlin. Wurde von vielen von euch vorgeschlagen in den Kommentaren. Momentan ein 71er Rating mit 82 Tempo, 77 Dribbling und 65 Passen. Das sind die Key Stats. Ich denke, im Winter geht er auch aufgrund der Hertha-Leistung hoch. Und zwar auf 74. Bleibt weiter eine Silberkarte, aber sieht sehr stark aus mit 83 Tempo, 78 Dribbling, 62 Defending, weil er auch als Rechtsverteidiger agieren kann. Und dazu 69 Passen, 58 Shooting, 74 Physis, 47, Entschuldigung. Sieht sehr, sehr stark aus, gar keine Frage. Es ist ja seit dem Wechsel von Köln zu Bayern immer weiter abgerutscht. Und jetzt nach dem ablösefreien Wechsel zu Hertha BSC Berlin wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, was natürlich schön ist, kann man nichts gegen sagen. Dazu hat er natürlich die Forster Skills, Forster Weakwood, sieht dementsprechend auch sehr, sehr stark aus. Und ich denke mal, dass wir mit dieser Karte ein bisschen was anfangen können in FIFA 16 Ultimate Team. Hier können wir natürlich auch für diese Episode wieder gerne, ja, beziehungsweise für die nächste Episode wieder gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich sehr drüber, ihr wisst Bescheid. Die werden auch berücksichtigt. Heute nicht ein einziger Spieler, der nicht vorgeschlagen wurde. Und das möchte ich natürlich im Idealfall auch in den nächsten Episoden genauso weiterführen. Wir kommen zum zweiten Spieler und auch der ist ein relativ interessanter, ist nämlich ein Silberspieler, allerdings wird der Gold. Und sein Name ist Kalinic, spielt momentan bei der Fiorentina, ist bereits 27 Jahre alt, was ich nicht so auf dem Zettel hatte. Ist im Sommer, glaube ich, erst zur Fiorentina gewechselt, hat seitdem richtig überzeugend gespielt in der Serie A. Fiorentina steht ja momentan allgemein relativ gut da. Ich glaube sogar, sie stehen vor Juventus Turin. Bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein, dass sie mittlerweile ein bisschen abgerutscht sind, weil Juve ja langsam wieder nach oben kommt. Inter ist ja unser Tabellenführer in der Liga. Aber das ist auch alles gar nicht so wichtig, denn der Junge hat seinen Marktwert auf 10 Millionen erhöhen können, seitdem er im Sommer von genau Dniepropetrovsk gekommen ist. Für 5,5 Millionen hat in der Serie A 16 Spiele und 10 Tore zu Buche stehen. Und das ist natürlich eine gute Leistung. Dementsprechend wird die gewürdigt mit einem Upgrade. In Head-to-Head hat er bereits auch 77, wie ihr die Karte hier sehen könnt, beziehungsweise hat er, glaube ich, 76, 77, irgendwie sowas in den Dreh. 74 Tempo, 77 Shooting, 76 Physis, 75 Dribbling, 66 Passen und 35 Defending, die für einen Stürmer natürlich nur nebensächlich sind, stehen da für ihn auf der Karte drauf. Sieht an sich sehr, sehr stark aus. Ich denke mal, mit dem können wir auf jeden Fall was anfangen. Und wenn man sich die Karte so anguckt, Medium-Low-Arbeitrate, ein 86 groß dazu, einigermaßen Jumping, einigermaßen Kopfball, gutes Finishing, gutes Positionsspiel. Ja, damit kann man auf jeden Fall als Budget-Schirmer was anfangen. Wenn er noch eine Inform bekommen sollte, ist das natürlich umso besser, denn dann haben wir eine richtig nice Achievement-Inform-Karte und ihr wisst ja, ich stehe da so richtig drauf. Hat man ja auch in den letzten Episoden bei dir beispielsweise gesehen und wird man auch in den nächsten Episoden wieder feststellen können. Gut, wir kommen zur nächsten Karte und das ist dann ein Spieler, der in der Premier League momentan relativ am Zerstören ist. Sein Name ist Odion Ighalo, der spielt momentan bei Watford und ich denke mal, einige von euch kennen den, und zwar, weil er bei Granada mal ein richtiges Silberbeast war. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, ein Ultimate-Team. Mittlerweile in der Premier League 1,88 Meter großer Stürmer und hat bisher in 17 Spielen 12 Tore gemacht und das für Watford. Das ist eine relativ beeindruckende Statistik, vor allem bei Watford, ja relativ weit unten in der Tabelle stehen sollte. Allerdings ist es nicht tut, einfach weil Ighalo so viele Tore schießt. Ich glaube, momentan sind sie 6. oder irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube, 6., 7., 8., irgendwo da müssten sie stehen. Und das Beeindruckende ist, die haben bisher erst 21 Tore gemacht. Das heißt, Ighalo hat auch mit seinem Doppelpack jetzt beispielsweise gegen Liverpool, als sie die 3-0 vom Platz gefegt haben, mehr als die Hälfte der Tore von ganz Watford erzielt. Mahrez und Vardy haben zusammen 75% erzielt, aber alleine über 50%. Das ist auf jeden Fall eine krasse Statistik und dementsprechend muss sie gewürdigt werden mit einem Upgrade. Head-to-Head hat er momentan bereits eine 75er Bewertung. Ich denke mal, auf 76 kann man da auf jeden Fall gehen. 77 Tempo im Vergleich zu seinen 72 im Plus 5 Upgrade, aber auf jeden Fall auch verdient. 75 Shooting, dazu 76 Dribbling, 73 Physis. Sieht nach einer sehr, sehr starken Karte aus. Erinnert so ein bisschen an Anthony Uja. Die beiden als Sturmkombination können definitiv interessant sein und Ighalo hat einfach aufgrund seiner Leistung, gerade in der besten Liga der Welt, meiner Meinung nach, beziehungsweise in der spannendsten Liga der Welt, in der Most Competitive League of the World, seine Upgrade-Karte verdient. Oder was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ob ihr überhaupt auch Watford oder die Premier League verfolgt, würde mich mal interessieren, weil bisher haben wir sehr viele Bundesliga-Vorschläge, ein paar Serie A-Vorschläge, ein paar aus der Super League, aber Premier League haben wir noch nicht so viele.
Und das würde mich mal interessieren, weil ich verfolge die Liga halt extrem, extrem gerne. Kommen wir zur nächsten Karte und die ist dann wieder in der Bundesliga. Keine Sorge, natürlich haben wir da auch wieder einige Spieler mit dabei. Und zwar als nächstes Leon Goretzka vom FC Schalke 04. Momentan ein 74er Rating mit 81 Tempo, 76 Dribbling und 73 Passen. Und ich denke mal, im Winter geht das Ganze genauso wie ein Head-to-Head bereits hoch. Und zwar auf 76. Die Karte sieht sehr, sehr stark aus, wenn man sich das mal so genauer anguckt. Als zentraler Mittelfeldspieler 82 Tempo. Und dazu darf man nicht vergessen, der Junge hat 4-Star-Skills und 4-Star-Weakfoot. 78 Dribbling, 73 Defending, 72 Füße, 76 Passen, 69 Shooting. Könnte einer der besten low-rated deutschen Mittelfeldkarten werden. Allgemein haben wir ja als Deutsche das Luxusproblem im zentralen Mittelfeld. Wir haben da einige Spieler wie beispielsweise Schweinsteiger oder beispielsweise Lars Stindl oder auch beispielsweise Bender oder Castro oder Kroos und so weiter und so fort. Philipp Lahm ist natürlich auch noch ein Spieler. Mesut Özil, wir haben Rode, ich gucke gerade mal nach. Wir haben Johannes Geis, wir haben Max Meyer, wir haben Gentner, wir haben von mir aus auch Holtby oder Rudi und die Davi und sonst wen und Arnold und Mali. Aber trotzdem wäre Goretzka gerade als seltene Karte auf jeden Fall einer der Spieler, die mit am interessantesten sein können, weil er auch Allround-Set hat und sogar defensiv ein bisschen was drauf hat, mehr beispielsweise als ein Götze und dazu die 4-Star-Skills, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Ich bin gespannt, ob die Karte wirklich so aussehen wird, ob er das Upgrade bekommt, aber ich kann mir vorstellen, dass er, weil er sich auch einfach weiterentwickelt, seitdem er von Bochum zu Schalke gekommen ist, diese Upgrade-Karte bekommt und wenn er demnächst wieder fit ist, ist er momentan ein bisschen angeschlagen, dann wird das sicherlich richtig gut werden mit dem auch in der Rückrunde. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und das ist einer, der bei Borussia Mönchengladbach die Saison durchgeschaltet ist. Sein Name ist Mo Dahoud, eigentlich Mohamed, glaube ich, aber ja, wenn er einfach mal Mo Dahoud, der hat ein 60er Rating momentan mit 70 Tempo, 55 Defending, 68 Dribbling und 60 Passen. Allerdings spielt er eine richtig überragende Runde, seitdem er so ein bisschen an die Profikarte herangeführt wurde, natürlich auch von André Schubert. Und das ist dementsprechend momentan ein Head-to-Head bei einem 66er Rating. Ich würde ihm lieber ein 67er Rating geben im Winter jetzt. 73 Tempo, 72 Dribbling, 70 Passen, 66 Physis, 59 Defending und 57 Shooting. Als zentraler Mittelfeldspieler wäre er wahrscheinlich schon auf einem, naja, sagen wir mal 69er Rating, aber aufgrund der Position, die er halt auch in Ultimate Team und in Head-to-Head innehat, ist das Rating ein bisschen niedriger, weil er halt so wenig Defending hat mit 59. Allerdings denke ich, dass die Werte gerade in Head-to-Head auch relativ gut getroffen sind und der Junge hat so viel Potenzial. Ich denke, der wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ordentlich weiterentwickeln und ich hoffe das auch, weil es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Allgemein ist Gladbach ein Team, der beziehungsweise das sehr, sehr interessante Spiele hat, bei denen es einfach auch Spaß macht zuzugucken, beispielsweise Traoré oder Stindl oder Dahoud oder Xhaka, wenn er nicht gerade mal wieder ausrastet. Also ich bin relativ gespannt, was da noch so gehen wird in den nächsten Jahren, gerade bei den Talenten wie Elvedi oder Dahoud, aber ich bin da zuversichtlich, dass da ein bisschen was bei rumkommt und Dahoud mit einer 67er-Karte in Ultimate Team, denke ich mal, relativ gut aufgehoben. Wir kommen zur letzten Karte für diese Episode und das ist ein Franzose und der spielt auch in der französischen Liga, nicht in der Bundesliga, ist dementsprechend nicht Joshua Guilavogui oder auch nicht Franck Ribéry, was ja auch irgendwie ja, ein bisschen Witz wäre, weil der ja momentan wieder mal verletzt ist, leider Gottes. Gute Genesungswünsche an dieser Stelle an ihn. Ja, es ist Hatem Ben Arfa, der war bei Hamburg im Gespräch, war bei sonst wem im Gespräch, ich glaube bei Hannover, die waren auch mal dran, war aber zu teuer und im Endeffekt ist er dann nach Frankreich gewechselt, durfte da aber nicht spielen, weil er bereits für die zweite Mannschaft von Newcastle gespielt hatte und dementsprechend für zwei Vereine aktiv war und keine Spielerlaubnis mehr bekommen hat. Allerdings ist er mittlerweile wieder da, spielt bei Nizza und spielt richtig gut. Hat bisher in seinen 17, glaube ich, oder 16 Spielen 7 Tore gemacht, 2 Vorlagen und ist in Head-to-Head bereits aufgestiegen auf ein 80er Rating. Und ich denke, dementsprechend kriegt er auch das Upgrade im Winter auf das 80er Rating. 80 Tempo, 80 Shooting, 87 Dribbling, 79 Passen und 72 Physis. Und jetzt überlegt euch mal, wie geil bitte diese Inform-Karte aussieht. Man muss bedenken bei der ganzen Geschichte, dass Ben Arfas Inform-Karte ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler ist, der auch ein 80er Rating hat, aber da schon 82 Shooting, 88 Dribbling, 80 Passen, 73 Physis. Ich bin äußerst gespannt, wie die Karte so werden wird, wenn man erstmal das Upgrade hat. Ich denke mal, ja, so eine 81er Karte mit 83, 84 Shooting, mit 82 Passen, mit 88 oder 89 Dribbling, mit 80 Tempo, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommen wird und ich bin sehr gespannt, ob Ben Arfa weiterhin so in Form bleibt, beziehungsweise weiterhin diese Form bestätigen kann. War ja früher immer schon mal so ein Enfant Terrible, der hat oft sehr gut gespielt, war sehr wichtig auch für Newcastle, die auch mal in der Euroleague gespielt haben, aber war immer so ein bisschen, ja, sehr formanfällig, sage ich mal. Das war auch in den letzten Jahren so, er hat oft nicht das gezeigt, was er konnte und jetzt scheint er endlich wieder zur Alterstärke zurückgefunden haben, zu haben und dementsprechend freue ich mich natürlich extrem darüber, dass der Junge momentan so durchdreht, ehemaliger Newcastle-Spieler, dementsprechend mag ich ihn natürlich auch extrem gerne und ja, soviel zu diesem Thema. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare eure Vorschläge für die nächste Episode, die werde ich natürlich wieder berücksichtigen und wenn es euch gefallen hat, der Daumen nach oben ist ein kleiner Move für euch, große Bedeutung für mich, wenn wir mal 1000 schaffen, kommt morgen auch direkt wieder die nächste Episode.
wobei die wahrscheinlich sowieso kommen, weil ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, haue ich jeden Tag jetzt eine Rating Prediction raus und das will ich natürlich auch für euch machen und von daher, ja. Des Weiteren wird morgen auch noch ein Video kommen, wie das in nächster Zeit mit den Uploads weitergeht, warum das morgen kommt, werdet ihr auch in einem Video morgen noch sehen, von daher, ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch heute gefallen hat, überschlag mich jetzt nicht zur fünften Mal mit der Stimme und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, haut rein, wunderschönen Tag noch und ciao.